Karotten. Nein. Ah, da muss ich das genauso machen. Rote Beete. Rote Beete. Rote Beete. Weiß gar nicht. Also rote Beete ist nicht... glaube, werde ich einfach nur so machen. Rote Beete wird nicht sein für mich, wo ich großartig essen werde, glaube ich. Weil das ist so ähnlich wie Karotten. Du kannst davon Milliarden verdrücken und du hast immer noch Hunger. Zumindest in Minecraft. Echt bin ich nicht so der rote Beete-Typ. Überhaupt nicht. So, gibt's denn noch was zum Anpflanzen, was ich vergessen habe? Kakteen werden später automatisiert, passt es? Kann man so sagen? So ähnlich wie Zuckerrohr abgebaut werden? Und Faden verloren. Ja, Kakteen werden so ähnlich wie Zuckerrohr automatisiert abgebaut werden. Ja, Mist. Und ich glaube, das werde ich sogar in einem zusammen machen. Also Kakteen will ich machen, weil ich will auch Mob-Spawner machen. Was ist eigentlich für ein Texturenpaket? Kann ich dir sagen. Einfach nur Firewolf. Es gefällt mir nicht, weil es leider nicht alles übernimmt. Man sieht es ja, unten das Schwert und so Zeug hat wenig Texturen, aber Cobblestone und alles. Es hat ein bisschen eine bessere Textur, aber ja, sehr Vanilla-lastig. Sehr Vanilla-lastig. Aber ansonsten, kein Fell kaputt gegangen, finde ich es nicht schlecht. Wenn ich da mal ein schönes sehe, werde ich es auch ändern. Aber ich habe schon nach einigen Texturenpaketen geguckt und so. Momentan habe ich keins jetzt so auf Anhieb gefunden, was mir taugt im Moment. Aber ich habe auch nur bis Seite 35 oder so geguckt gehabt auf der Seite. Und 134 Seiten. 10 Sachen, die es immer, 10 Texturenpakete, die ihr anschaut. Also, Alter, es gibt so viele Texturenpakete, Mann. Viele sind davon, finde ich, echt nicht schön. Leider. Wenn es alles so gut, das ist wieder Geschmackssache, aber wenn es alles zum Beispiel so extrem düster, so dunkel ist, ist es auch nicht meins. Also zumindest so für Vanilla, für zum Beispiel horrormäßig irgendwas in Minecraft umgesetzt, wäre das echt cool. Aber für Vanilla ist es, glaube ich, nicht schön. Ich mag das doch ein bisschen heller. Zum Beispiel das Eichenholz hier. Das ist ja in den meisten Modpacks oder in den meisten Texturenpaketen deutlich dunkler. Da hat mir das Misas sehr gefallen. Immer. Aber das geht halt in einer gewissen Version nicht mehr. Also hier, ich glaube, Ressourcenpakete. Hier das Misas Patch bei 1.8 und wir sind hier auf der 1.9. Leider. Dadurch geht es nicht mehr. Da kann man lange nach einem suchen. Ja. Da kann man sehr... Will das Spiel mich verarschen? Ich habe jetzt nur die Felder gemacht, oder? Es wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Doch wirklich nur die Felder gemacht. Nicht Bones-Betzen, das ist mir egal. Ich habe doch wirklich gerade nur die Felder gemacht. Ja, die Schere können wir auch mal mitnehmen eigentlich. Wir brauchen eh noch ein bisschen Wolle. Aber wir gehen jetzt mal schnell da rein und machen noch ein paar Kühe. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Da sind noch 2, 3, 4. Habe ich vergessen. So, Schafe, denke ich, haben wir genug. Die ziehen wir jetzt mal ganz nackig aus. So, so, zack, 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 hier, zack, 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 zack.
Vielleicht können wir dann schon ein bisschen anfangen eigentlich mit gewissen Dingen. Hä? Ist schon wieder so schnell? Okay. Dann geht's weiter. Wir haben wieder ein bisschen Wolle. Wir haben ein bisschen Weizen. Gut, das lassen wir mal da unten liegen. Das tun wir mal daher. Vielleicht immer, wenn da ein bisschen was nur ist. Die Schere wäre auch dort. Noch, ich gehe mal kurz ein bisschen hier hinter in den Wald. Und schau mal, dass ich noch ein bisschen Laub zusammenbekomme. Bis die Schere halt kaputt ist, würde ich sagen. Und fällen gleich die Bäume mit dazu. Hier so. Wenn wir überhaupt noch genug Platz im Inventar haben. Plop. Was ist das? Birkenlaub. Ihhh. Brauche ich nicht. Ich will Eichenlaub. Das gefällt mir schöner. Gefällt mir schöner. Gefällt mir besser. Alter, war das ein Deutsch? So. So. Da war sie kaputt. Wir brauchen auf jeden Fall demnächst eine neue Axt. Das setzen wir gleich wieder her. Ich gesagt, das Eichenlaub. So. So, 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 so. Jetzt hier drüben noch. Schön hin platzieren. Haben wir das mit dem Laub zumindest hier schon mal fertig? Dann fehlt nur noch eigentlich der Weg selbst, das Andi sieht. Ja, so habe ich es gemacht. Zack. Dann haben wir hier unseren Weg. Theoretisch können wir auch schon anfangen, hier ein paar Bäume zu pflanzen in das Eck hier rein, überall. Rundrum ein bisschen. Könnten wir anfangen. Aber. Oh, wir haben 12. Ging schon wieder sehr schnell rum eigentlich. Muss nicht um 2 muss ich meine Oma nämlich zu ihrer Schwester fahren ins Krankenhaus. Das ist meiner Tante. Und so auf 4 rum muss ich sie wiederholen. In der Zeit, ich mal kurz wäre ich einkaufen gegangen und so. Deswegen so. Oh, wir haben schon wieder. So, ich würde jetzt mich etwas gerne um mein Lager kümmern. Dafür brauche ich aber erstmal hier das Zeug mal ein bisschen raus. Hier, da, das ganze Plunderzeug. Wir müssen jetzt dann ausmisten. Wir müssen ausmisten. Da führt kein Weg dran mehr vorbei. Wo ist denn Leder? Hier haben wir noch Leder. Gucken wir mal kurz überall durch, ob wir noch irgendwo Leder haben. Schaut aber nicht so aus. Wir haben 11 Leder. Das ist jetzt echt nicht viel. Mist. Haben wir auch nichts drin. Das ist echt nicht viel. 11 Schildchen kriegen wir hin oder 11 Rahmen bekommen wir hin. Also ich hätte hier mal so die wichtigeren Sachen gemacht und hier so das Unwichtigere. Den zweiten Kaffee, der bestimmt auch schon kalt ist. Das sag ich doch. Also hier hätte ich jetzt mal hier einen Rahmen, da einen Rahmen. Und was packen wir hier rein? Ich würde sagen, hey Magic Girl, packen wir hier einfach mal Erde rein. Erde. So, machen wir alles mal in einen Rahmen rein. Erde. Erstes mal Erde. Davon haben wir ja auch viel mittlerweile. Erde, Erde, Erde. Schön reinräumen.
Kann ich das andere Zeug hier mal loswerden? Schnell in die Kiste. Keine Erde mehr drin. Ui, ja, 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 ja. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kiste. Ganz gut und selbst. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kiste. Für Erde. Ich glaube, die wird nicht reichen. Hab ich schon dezent in Verdacht. Nicht gut. Ich wollte mal nicht so übertreiben mit meinem Lager. Weil sonst übertreibe ich immer so mit meinem Lager. Ich hab mal gedacht, baue ich es klein. Ach du Heilige. Da ist Erde. Mist. Krieg ich doch nie im Leben alles in eine Kiste rein hier. Und da ist vorbei. Das soll also klein sein. Ja, das ist klein. Was mache ich denn jetzt? Ich packe die restliche Erde einfach mal da hinten rein, weil unser zweites Lagergebäude steht ja noch nicht. Aber das können wir dann anfangen. Einfach mal, um da ein bisschen das Zeug hier einfach nach und nach mal rauszukriegen. Ich bin erst bei der dritten Kiste angekommen. Boom, noch mehr Erde. Ach du Scheiße. Was mache ich denn? Ich glaube, wir haben unter meinem Wort klein. Ja, eindeutig. Ja, also... Steve. So, wenn ich dazu rechne, was ich sonst immer so baue, ist es in dem Vergleich mal wirklich klein. Stell doch einfach eine Kiste drüber. Ja, das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. Aber... Wir haben halt schon sehr viel Terraforming gemacht. Ist jetzt einfach mal meine Verteidigung. So, hier soll Bruchgestein rein. Davon haben wir nicht so viel. Das habe ich jetzt schon gesehen. Zumindest noch nicht. Aber da werden wir später eh sowieso eine deutliche Verwendung haben. Zwar nicht als Cobblestone, sondern als andere eingeschmolzen halt aus Stein und dann Steinziegel draus gemacht. Da haben wir dann auf jeden Fall eine Verwendung dafür. Da werden uns auch, da werden wir ein paar tausend brauchen. Wenn das überhaupt reichen sollte. Okay, das hätten wir jetzt eigentlich. Ich würde ja gerne bei der Erdkiste hier noch ein bisschen Kies mit reintun, aber das ist ja... Also wir haben hier Kies. Habe ich irgendwo Flint? Bestimmt, sag ich doch. Kann ich nicht hier hinten Flint und Kies reinmachen? Kies, Flint. Flint hier unten. So. Ich bin krank. Sagen wir es einfach, ich bin krank. Granit, Diorit. Wir haben auch noch zwei davon. Granit und Diorit packen wir hier hin. Diorit, Granit. Würde ich einfach mal so Zweier rein, einfach so zack, zack. Und dann Andesit auch noch mit rein. Ich glaube, da haben wir eh gerade keinen. Welches Texturenpaket ich habe, ich muss nachgucken dafür. Firewolf. Fällt mir aber nicht so, weit es nicht... Alle überdeckt, also hier die Rahmen zum Beispiel oder die Achse sind noch Vanilla. Polierter Andesit. Ja, den haben wir natürlich. Aber kein Andesit. Steinstufen. Und Stein. Diorit. Gravel. Granit. Ich habe gerade, glaube ich, nicht wirklich immer alle Sachen durchgeguckt, ja? Das sind für andere Kisten. Oh, guck mal, hier ist auch noch. Da ist auch noch. Hier. Da und da. Okay. Nochmal dahin. Polierter Andesit, der würde dann dahin kommen. Ich habe Chroma Hills. Kann ich mir da mal angucken? Oder ich gucke es mir gleich mal an. Hill.
Moin. Ich hab sie mal da drüben offen, ich kann sie mir dann mal angucken. Ich mag das halt, was ich halt nicht mag, ist, wenn es so dunkel ist. So, wir haben hier noch ein bisschen Gravel. Peng. Ich habe keine Rahmen mehr, das ist das Problem. Ich bin neu gezogen. Sie machen. Wie viele Bildschirme hast du? Eins, zwei, drei. Aber da kommen noch zwei. Mindestens. Für das, was ich alles vorhabe, kommen da noch ein paar. Mehr möchte ich einfach noch nicht verraten, weil ich möchte es nicht sagen und zum Schluss nicht klappt nicht. Weil ich habe mit meinem Streamzimmer hier noch einiges vor. Was könnte ich denn aus nächstes Mal loswerden, was wir nicht so häufig brauchen? Ja, Öfen würde ich gern da in die Wand oder sowas reinklatschen. Oder irgendwo. Vielleicht da in die Wand. Schauen wir mal. Danke. Wenn du öfters zuschaust, ich trinke öfters ein bisschen Kaffee. Meistens stelle ich zwei her. Ich mache mal kurz die Cam wieder aus. Wir bräuchten noch eine Essenskiste. Wir bräuchten noch eine Pflanzenkiste. Eine Sandkiste, eine Kohlekiste. Eine Holzkiste. Also wir brauchen eigentlich noch einige Kisten. Ich würde jetzt aber gerne mal die hier mal rausräumen und hier als erstes schon mal so eine Kohle, nicht eine Kohle. Ist die da nicht kalt? Blumen. Ja, der ist dann kalt. Also mittlerweile ist der Kaffee kalt, ja. Ich mag kalten Kaffee nicht, aber ich habe mich jetzt halt ein bisschen dran gewöhnt. Früher hatte ich einen Kaffeespawner, würde ich mal sagen. Aber der Kaffeespawner ist vor 5 Monaten ausgezogen. Deswegen habe ich keinen mehr. So. Jetzt würde ich hier gerne eine Holzkiste hinpacken. So. Also, nee, Rohholzkiste, also mit Eichenholz. An sich mit rohen Holz. Und Laub. Kritisch. Ja, kalter Kaffee immer kritisch. Da ist kein Holz mehr, sondern nee. Nein. Da nicht mehr. Da ist noch Laub drin und Holz. Ich glaube, das war's dann erstmal. Machen wir hier Eichenlaub und machen wir mal Eichenzeug da oben rein. Ich weiß ja eh, dass ich dann da sämtliches Holz drin habe. Zack, machen wir es einfach mal so. Da werde ich eh von Eichenholz das meiste haben. Machen wir das mal so und das Eichenlaub würde ich gerne da unten hinsetzen. Man kann nicht. Ich lasse da übrigens immer eins drin. Danke für den Host. Ich mache da immer eins nur rein. Das ist so hier, damit ich es schneller rein sortieren kann über Shift. Mal so als Info. Warum ich das immer so mache. Wir brauchen auf jeden Fall Leder. Das hilft nichts. Wir brauchen Leder. Und hier hätte ich halt gern so eine verarbeitete Holzkiste, wo halt dann so Bretter und alles drin sind. Also räumen wir erstmal die Kiste leer. Alles raus. Packe ich jetzt einfach mal da alles rein. Solange wir keine Rahmen haben. Weil mit Schildern mag ich das nicht. Mit Schildern, da, wenn das draufsteht, dann schaut es irgendwie immer so aus. Deswegen mache ich da echt gern ein paar Rahmen lieber hin. Und man sieht es auf den ersten Blick, was da drin ist. So. Ich glaube, dann machen wir die auch noch leer, weil da ist eh nicht so viel drin. Ich glaube, ich habe inzwischen 8 Jahre Minecraft gespielt. Oh ja, das kommt auch hin. Ich habe ja allein ein Projekt bis Folge 700 gezogen. Ein Minecraft-Projekt. Das war ja noch mit der 1. Ich glaube, wir haben mit der 1.4.1 oder 1.4.2 gestartet. Irgendwann waren wir auf der 1.4.8. Und zuvor habe ich es ja auch schon gespielt. Minecraft. Also hier würde ich gerne. Wo habe ich denn jetzt Holz? Ich bräuchte Holzbretter mal und wir packen mal eine Leiter rein. Warum mache ich das so? Packen mal eine Leiter rein und Holzbretter. Hier das. Und dann tun wir mal das ganze Holzzeug. Auch der Hebel zieht nämlich auch zu Holzstöcke. Bogen weiß ich nicht. Schwarzeichenholzbretter.
Mein Lieblingsholz, Eiche.